Bei der Agentur für Arbeit ist alles im grünen Bereich. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin unter 7%. Mit 6,7% liegt Cottbus aber immer noch über dem Bundesdurchschnitt. Bei der Jugendarbeitslosigkeit sieht das anders aus. Hier liegt man deutschlandweit gleich auf. Natürlich möchte die Agentur für Arbeit das weiterhin stabil halten. Wir sind ab der 7. Klasse in allen Schulen zum Thema Berufsorientierung unterwegs und versuchen also so früh, wie es irgendwie möglich geht, alle Jugendlichen dazu zu informieren, zu beraten. Es gibt ein Leben nach der Schule. Macht euch darüber frühzeitig Gedanken. Wie kann es weitergehen? Was sind eure Berufswünsche? Was sind eure Stärken? Wo werdet ihr euch später mal wiederfinden? Weil das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Pläne für die Zukunft schmieden kann man bei der IBOB. Bei der interaktiven Berufsorientierungsbörse beraten mehrere Betriebe zu einer Ausbildung. Sie startet am 18. November in der Stadthalle. Eine weitere Möglichkeit ist das Angebot der Industrie- und Handelskammer. Es werden Azubi- und Ausbilderworkshops angeboten. Außerdem geht die IHK in die Schule und bietet dort Einzelberatungen an. Auch die Handwerkskammer setzt sich für die Zukunft der Jugend ein. Wir sind ja auf jeden Fall auch dabei mit den anderen Partnern der IHK und der Arbeitsagentur, sind wir auf Messen immer vertreten. Wir sind mit unserem Handwerkermobil in den Schulen, wir werben dafür für betriebliche duale Ausbildung im Handwerk und wir bieten, und das finde ich persönlich jetzt immer als das allerbeste Mittel, wir bieten Praxislernen an, da können sich die jungen Leute bei uns in den Ausbildungsstätten selber ausprobieren. Wer trotz des schon angefangenen Lehrjahres eine Ausbildung sucht, hat noch eine Chance. Auch als Quereinsteiger kann man einen Beruf starten. Zudem gibt es immer noch mehr Ausbildungsstellen als Bewerber.